Welcome back und willkommen zurück zu einer weiteren Folge WS F1 24. Kein WC. Mein Teammodus, es geht wieder rein. Das dicke Hauptrennen in Miami. KI-Stufe ist auf 100 und Uno. Und es soll regnen. Übrigens, ich kann jetzt mal einfach mal, damit ihr seht, wie lang dieser Blackscreen ist. Ich lasse ihn einfach komplett durchlaufen. Übrigens, wenn ich, obwohl, kriege ich jetzt hin, davor oder danach? Ich glaube, erst nachdem diese Folge hier rauskommt, werde ich dann wieder mal mich an WLC setzen und da mal ein bisschen wieder in die Moments rein streamen. Habe jetzt letzter Zeit nicht so viel gestreamt, weil ich war einfach unzufrieden mit meinem Gaming-Room, wie es heutzutage Full Geeks nennen. Und ich muss auch ein bisschen was umstellen, ein bisschen was auseinanderbauen, ein bisschen was neu bestellen, damit meine ganzen Lego-Autos beziehungsweise Klemmbaustein-Autos Platz haben. Das war irgendwie die Willkommen zum größte Miami Herausforderung. International Ein geiles Autodrom, Regal Heimat zu des großen finden Preises von für 1 zu Miami. 8 Diese tolle neue Klemmbausteinmodelle Strecke verläuft um das Hard von Rock Stadium Kada, herum, in Kurvi, dem das NFL-Team Mole Miami King, Dolphins zu Hause ist. Raster. Es gibt so viele. Das Miami International Autodrom mit seinen 19 Kurven und Ich habe nur nicht 5,4 das gefunden, Kilometer was ich Länge liegt an wollte. der südöstlichen Küste Floridas Ursprünglich und wollte ich wurde mal ein dem Team Regal haben, was man an entworfen, die Wand enges Auffahren zu ermutigen und montiert, nicht gleichzeitig mutiert. den höchsten Sicherheitsstandards zu Soll sich ja entsprechen. nicht irgendwie Die weiterentwickeln. Fans werden sich freuen. Sondern ursprünglich wollte ich ein Regal haben, Es ist an was der an die Zeit, einen Wand Blick auf geht die und Startaufstellung halt der so Fahrer nach nach einem unten hin, aufregenden also von oben nach Qualifying unten von hin gestern zu geneigt ist, werfen. dass man so eine schräge Max Draufsicht hat Verstappen auf die ist Modelle. gestern eine Aber das Ding ist fantastische Runde unmöglich zu gefahren finden. und startet von der Pole. Außer man ist Und sehr, sehr, Charles sehr, Leclerc sehr, steht auf sehr Giveaway. reich. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Norris, Irgendwelche Oscar Überraschungen? Piastri, Perez, Hamilton, Perez ist weit vorne. Russell, Fernando Alonso, Fernando. Stroll, Gasly. Bei mir in der Genau. Kommentatorenkabine ist heute Stefan Römer. Sprechen wir über die Dynamik. Was für ein Sprint. Heute geht es Ich habe allerdings eher übrigens bei Null letztens ein los, aber lustiges Bild sicherlich mit einer großen gelesen. Portion Selbstvertrauen. Da Also kann man ein froh sein, dass heute kein Meme, Sprintrennen ein ansteht. Meme-Text Mal ehrlich, der gelesen Sprint hätte schlechter nicht laufen können. mit Heute warten wir auf eine Reaktion. so ein Ich Bild, wo weiß, sich was zwei wir Leute so erstaunt Bundesliga angucken Fans machen, aber wie sieht es bei denen aus, die das Rennen fahren werden? Red Wie Bull-Kleidung verbringen mit, sie die ah Stunden Mensch, davor? Es gibt bestimmt wir können Videoaufnahmen ja vor die dem Upgrades Rennen. an beiden Autos Einige haben ihre ranpacken. Kopfhörer Ja, auf somit und ist halt Musik. gemeint, Manche dass die saugen wie in der Peres Kirche Leistung auf und halt winken hinten ihrem dran ist. Frohen, winken ihm zu. Aber dann Andere gehen hat man in wieder sich, Geld, wenn man es behalten nicht sich mit macht, ihren Ingenieuren, hat man der dann wieder Geld Information, für das Hoffnung Red Bull für das Rennen Catering, was braucht. eine schöne Anspielung Und die ist mit, Rituale vor dem was war das denn, Rennen sind letztes oder wichtig, vorletztes Jahr um die mit, ey, ne, Red Bundesliga Bull, ihr zu habt ja viel zu gestalten. viel Geld Wir ausgegeben. fahren viele Ja, Grand das Prix eine Catering war Saison und je mehr schuld. System man hat, desto leichter fällt es einem. So. Was machen Sachen? Die Roten sind eigentlich zu schnell weg, oder? Ah. Kann ich nicht mit den Harten starten? Und warten, bis Regen ist? Nee, oder ich mach. Ich glaube, der Regen wird so spät kommen, dass ich Rot und Medium fahren kann und dann auf Inters wechsle. Das ist der Weg. Personalisiert. Packen wir noch ein bisschen was drauf. Einfach, um sicher zu gehen, dass wir hier nicht wieder weggescampt werden. Und wir gehen rein. In die cineastische Übertragungseinführungsrunde. Die Starten Einführungsrunde wieder hat mit dem begonnen Frühstart, und Sie wie im sehen, wie Sprint. sonnig es heute ist. Ich frage mich, wie sich Noch. dieses Wetter auf die Lebensdauer der Reifen auswirken Nicht wird. gut. Auch mal alle Teams, also nicht alle, aber die meisten starten alle so beieinander. Wir haben McLaren, wir haben Mercedes, wir haben Aston Martin, wir haben Racing Bulls, wir haben Haas, wir haben Stack F1 und die Plebs. Das Warte Rennen mal, wird wütend da und waren zwei los. Leute Einige hinter uns. Autos nehmen nur noch ihre Startposition ein. Eigentlich habe ich mich ja Renault-Teams sind die vor letzten P-Elend, Vorbereitungen. also vor unserem Teammate, qualifiziert. Da waren noch zwei Fahrer hinter uns. Warum sehe ich das erst so spät? Das ist wieder die viel zu lange Ansicht in dieser Kamera. Wenn man jetzt noch irgendwann mal so die Möglichkeit hätte, da auf diese Hinterseite vom Lenkrad noch irgendwelche Sticker reinzuhauen oder Personalisierungen irgendwie reinzuhauen, in jeglicher Art, das wäre cool. So, wir haben Ferrari, das könnte wohl Sainz sein, und Alpine, das könnte jeder sein, die hinter uns sind.
Der Start, sehr kontrolliert. Nur ein bisschen zum Rausbeschleunigen ERS. Oh mein Gott. Warum bist du so schnell? Warum seid ihr so schnell? Ist ein Autoscooter? Sehr großes Defizit auf der Geraden. Da muss ich wirklich mal in die F&E rein. Vielleicht ein Motor-Upgrade. Von 2 vielleicht doch auf 6 Zylinder upgraden. Ja, ich habe mich schon immer am Anfang des Rennens gewundert, warum ich das einzige Auto bin, was noch kurbeln muss, damit der Motor anspringt. Hätte ich vielleicht schon drauf kommen können, da waren schon die ersten Anzeichen da. Du kannst jetzt das DRS ja. Ah, dieser Bremspunkt ist so früh. Wo sind wir eigentlich? P17, ja cool. Ich weiß ja nichts. Aber wir fahren mit einer Strategie im Kopf. Die Batterie ist gut aufgeladen. Wir sollten das ist halt diese Unterschiede zwischen Formel 1 und WRC. Du fährst, weil du die Strategie im Hinterkopf hast. Aufpass auf die Reifen. Will ein bisschen länger draußen bleiben wegen Regen. Und in der WEC ist einfach, fahr so schnell du kannst, aber versuch zu überleben. Oh, Benzin. Wir haben Benzin. Wir haben viel Benzin. Wir haben Rennbenzin. Kein Training oder Spritbenzin. Vorbei. Setz Überholen ein. Überholen. Hat er da vorne einen Angriff oder nicht? Ich muss früher bremsen. Sonst rassel ich da rein. Aber ich heiße nicht George. Von daher geht das klar. Dass ich da nicht reinrassel. Das Auto hinter dir fällt pro Runde um etwa 3/10 zurück. Boah, so spät habe ich noch nie gebremst und es war gut. Naja. Nächstes Rennwochenende. Ich weiß nicht, was kommt, aber ich bin mir ziemlich sicher, es ist mal kein Sprintrennen. Das heißt, statt 1 Stunde Training habe ich dann 3 Stunden Training. Da ist dann ordentlich mehr drin. An Performance, was ich dann auf der Rennstrecke rauskitzeln kann. Oh, ich muss mal kurz hier mal ein bisschen Pause machen. Obacht. Man muss mal kurz den Hund aus dem Zimmer lassen. Wieder für insgesamt 3 Wochen ein Hund. Das ist gut. Hunde sind super. Und ich habe die Kurve bekommen. Die Macht des Hundes. Hier komme ich immer so extrem nah ran, aber es bringt mir gefühlt nichts. Hier zum Überholen die Topspeed fehlt. Krass. Krass. Dann mit der Brechstange. Ich habe ERS ausgemacht, weil es langsam zur Neige ging. Und direkt ist er weggezogen, aber wirklich direkt. So Wahnsinn. It's fine. Tsunoda ist der Hülkenberg auf der 14. Das ist krass. Jetzt wieder ein bisschen eher es sparen.
bestimmt, ja, 73%, 63% gehabt. Das ist so viel. Obwohl wir nicht viele Kurven gefahren sind. Aber gefühlt kann ich mit den Reifen lange draußen bleiben. Jetzt müsste auch eigentlich gleich der Funkspruch kommen mit die Reifen bauen ab. Das wäre auf jeden Fall ein Classic geworden. Ich habe eine Downshift Protection gehabt. Runtergeschaltet und dann hieß es, nee, mach mal nicht. Weil sonst Auto explodiert. Kennt man. Jetzt kann ich gleich auf der Geraden wieder ein bisschen mehr zünden. Nicht auf der, sondern auf der eigentlichen Geraden. Weil das ist ja eigentlich nichts mit geradeaus zu tun hier. Also nix ist das. Das ziehen sie wieder davon. Zu nur auf hart. Ach, zu früh gezündet. DS. Wenn der Begrenzer da macht, Überholmodus keinen Sinn. Oh. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Oi. Das war hart. Das war sehr hart. Aber soll er doch kommen? Oh Kacke, er kommt. Oh je. Nicht so gut. Er kommt. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,7 Sekunden. Wir müssen jetzt auch noch DS haben. Timing Hero ist richtig gut für ihn. Aha. Haha, nicht so gut. Hinter mir gab's Rangelei. Sei vorsichtig, wir vermuten, dass du bald etwas an Grip verlieren wirst. Mal komplett innen gehalten, Tsunoda, damit er nicht gut rausbeschleunigen kann. Oh ja, die Reifen werden wobbly. Sehr wobbly. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es wird Zeit, dass ich reinfahre. Die Reifen machen es nicht mehr. Nein. Oh mein Gott.
Okay, das hat hingehauen. Sie werden versuchen, den Stop so schnell wie möglich durchzuführen. Ja, besser ist, Leute. Rafft euch da vorne an. Vorne links Reifen, vorne rechts Reifen, hinten links Reifen, hinten rechts Reifen. Strengt euch an. Good job. Ah. Yes. Das war die 2,9 ist ja nix. Jetzt musst du nur noch einmal stoppen. Noch ein Boxenstopp. Aber laut meinem Plan muss ich einmal stoppen für Inters. Ah, ich hoffe, der Plan geht auch. Dann wäre das wirklich ein Giga-Chat. Ich brauche jetzt schnell gute Runden, damit ich die Zeit wieder rausholen kann. Einen kleinen Undercut mache. Hier hält mich jetzt kein Auto mehr auf, wo ich mehr bremsen muss als sonst. Das Radar zeigt keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Das habe ich mir fast gedacht, die letzte Aussage. Übrigens, ich habe tatsächlich herausgefunden, warum es für die PlayStation 5 und auch für die neueste Xbox-Generation, so wie ich das rausgelesen habe, es keine Sprachunterstützung gibt. Und zwar, weil das ein Ding von den Konsolenleuten ist. Die sagen hier, wegen Datenschutz und sowas, wollen wir nicht. Machen wir nicht. Gar keinen Fall machen wir sowas. Keine Features für alle. Das finde ich halt sehr schade. Durchgefreestylt durch die Gerade. Bisschen links, bisschen rechts, ein bisschen wie die Holländer. Jetzt bringen die zwei, damit das Auto einlenkt. Es wird reingegeekt, par excellence. Was? Wie habe ich das denn hingekriegt an der Kurve? Die erste schon in der Box? Nee. Aber ich fahre ohne Brecherzeit raus. Die auf der Gerade wieder ein bisschen abnimmt. Weiß nicht, zu hart auf die Bremse treten. Wer weiß, wann der Regen kommt. Ich habe gerade schon über der DRS-Taste gehabert. Was ist denn mit mir los? Abstand zwischen dir und deinem Vordermann beträgt aktuell 7 Sekunden. Das ist nichts. Das ist leider der Schotte und nicht Max Verstappen. Max Verstappen. Oh mein Gott. Übrigens, was dieses Rennwochenende auch ist für die Sim-Racing-Geeks unter euch, unter uns, ich zähle mich mittlerweile auch zu einem, weil ich das gerne gucke, die iRacing 24 Stunden Spa stehen wieder an und Max Verstappen mit seinem Team ist auch wieder dabei. Mit einem silbernen Team Redline. 296 Ferrari. Schon wieder DS gedrückt, einfach auf Verdacht.
muss ich ein bisschen off-track die Lenkung aufmachen, sonst wäre das Heck so gegangen. Das Heck wäre schneller weggeflutscht als ein Sniffestück mit viel zu viel Druck. Wir haben Energie und sollten sie nutzen. Wir haben tatsächlich Energie. Aber jetzt nutze ich die nicht mehr, jetzt bin ich schon bei Topspeed. Was gefühlt 100 km/h unter Rest ist. Des Fahrerfeldes. Aber original nix. Oh, das war komplett verkorkst. Yes! Hilfe, Hilfe! Ja, 7/10 war ich kacke in der Runde. Obwohl die Reifen gut sind. Das ist nicht gut. Behalte den Abstand nach vorne im Auge. 3,6 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 11 Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,33,3. Wir holen jede Runde 2 Sekunden auf. Wow, das ist die Nachbarsgarage. Ich bin der Chef vom Schweinestall. Kann ich einfach kurz mal fragen und anklopfen, was er da so für eine Dings hat, für eine Strategie? Wo ihr gerade Problemchen kriegt. Okay, das ist ja auch fürs Teamergebnis wichtig. Ah, vielleicht habe ich schon auf der großen letzten langen Geraden DRS. Das wär wirklich gut. Come on! Na, ich lasse das mal mit DRS. Würde doch jetzt reinfahren, oder? Nein. Das ist jetzt nicht so gut. Gut gemacht. Du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Wie locker das Heck wird beim Bremsen. Was ein Reifenvorteil. Das war wirklich absolut Reifenvorteil. Aber gut, der Fahrer ist auch shit. Da bin ich early. Wir haben das gleiche Auto, da kannst du nicht schneller sein als ich. Wie? Shit. So weit vom Scheitelpunkt war, glaube ich, noch nie jemand weg. Wirklich eine Gurke als Teammate. Ocon ist gerade in der Box. Abstand zum Auto vor dir beträgt. Bye, have a great time.